Ja, moin, Buschkraft-Dieken hier. Heute mit einer kleinen Videoantwort für Stefan 123321. Der hat mir ein kleines Päckchen geschickt, wie er auch angekündigt hat. Es kam jetzt die Woche. Jetzt bin ich am Wochenende hier und kann es auch öffnen und schauen wir mal, was wir so Tolles gekriegt haben. Ich mache natürlich heute mit meinem neuen Opinel Nummer 8 auf. Super Messer. Hat der Stefan auch schon mal vorgestellt, seine Sammlung. So. Na. Schauen wir mal, was Tolles vorbei. Ach, du Scheiße. Jetzt geht's ja los. Mensch, ey. Er hat ja gesagt, er hat mir ein bisschen was mitgeschickt, aber das ist ja Wahnsinn, was er da alles dabei hat. Ganz viele Köpfe, Skulls, Tibet-Perlen. Da wirst du ja verrückt. Geil. Und wenn ich das richtig sehe, hat er hier sogar einen kleinen Flint mitgegeben. Hammer. Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Mensch, da kann ich ja richtig... Ich bin ein bisschen sprachlos. Ja, vielen Dank, Stefan. Ich hoffe, ich kann dir dann bald mal mich revanchieren. Und ja, Hammer, krass. Ja, muss ich mir kurz sammeln. Ja, super. Ach genau, ich wollte ja mal zeigen, was ich jetzt noch unter der Woche noch schnell so ein bisschen geübt habe. Ich habe ja hier einmal das Blaze Bar schon mal vorgestellt. Jetzt habe ich das ja mit dem Fast Clip, mit dem Fast Tag Verschluss. Und jetzt einmal in der Survival-Version mit dem Schenkel habe ich das gebastelt. Und weil ich nochmal so von Silver so einen Kompass hatte, ist mir noch ein bisschen aufgepimpt. Einfach mit draufgeschlaucht. Auch nicht schlecht. Habe zwar ein bisschen zu kurz gemacht, deswegen konnte ich nicht nur noch mal ein paar weitere reinmachen, aber es passt ideal am Armband. Und also das ist wirklich ein richtiges Survival-Armband. Also die Schnur kann man super sofort benutzen, habe ich ja schon mal gezeigt. Und ein Kompass ist dran, also was will man mehr? Theoretisch können wir noch eine Uhr mit dran machen und dann wäre für alles vorgesorgt. Und dann habe ich den Cobra Stitch geübt, der super einfach ist, hat der Stefan auch schon mal vorgestellt. Und weil da so viel Schnur noch drüber war, habe ich noch weitergemacht den King Cobra Stitch. Also wo es dann halt nochmal das gleiche Muster nochmal drüber geht, ein bisschen breiter ist, finde ich persönlich hübscher. Aber jetzt habe ich ja halt tausende Sachen hier und kann mich mal austoben. Also echt Hammer, super. Vielen Dank, Stefan. Und dann werde ich mal losknüpfen. Ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Ja, bis bald im Wald, euer Buschkraft-Dieken.